この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。Nochmal so ein kleiner Einblick, worum es da überhaupt geht. Ach, heftig. Gib dich zu Muten, Roshi, um Son Gohan einen vorzustellen. Heftig. Perversling, hat er gesagt zu ihm, oder was? Okay. かなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。Das hat er gerade im Prinzip alle mal so ein bisschen vorgestellt. Richtig cool, auch diese Dialoge so nebenbei. Ich finde, das ist richtig cool gemacht. Oh, da oben sind noch welche, okay. Zack, zack. Da hinten sind auch noch welche, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Schneller können wir gar nicht fliegen aktuell. Aber jetzt erstmal zum Muten Roshi. あら、何その子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。Definitiv passt das dazu. Eieieiei. Rede mit ihm. Alles klar, wir sprechen auf jeden Fall mit Krillin. Aber erstmal, Freunde, ihr wisst Bescheid. Wir sind hier gerade auf der Insel und werden natürlich erstmal ein bisschen erkunden. Son Goku und Bulma helfen einer Schildkröte, die sich verlaufen hat, ins Meer zurückzukehren. Als Dank stellt sie die zwei dem Herrn der Schildkröten vor. Oh Gott, sorry, ich kann gerade voll nicht lesen. Als Dank stellt sie die zwei dem Herrn der Schildkröten Muten Roshi vor. So, Muten Roshi schenkt Son Goku zur Belohnung den Jindo-John und Bulma den Dragon Ball, den er um seinen Hals trägt. Ach stimmt, das heißt, er hatte die Wolke im Prinzip von Muten Roshi bekommen. Aber wo hat er sie denn eigentlich her? Das ist auch mal interessant. Das wäre auch mal interessant, sagen wir mal so. Hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Aber im Haus ist mit Sicherheit noch was. Deswegen gehen wir jetzt mal ins Haus rein. Erstmal nochmal hier hin. Oh Gott, oh Gott. Neuzugang in der Schildkrötenschule. Bevor Muten Roshi Son Goku und Krillin trainiert, verlangt er von ihnen, dass sie ihm eine schöne Frau bringen. Ach stimmt, und so kamen die dann noch mit dazu. Die beiden finden Lunch, die versucht der Polizei aus dem Weg zu gehen und bringen sie zum Kamehaus. Muten Roshi ist mit Lunch zufrieden, als er sie jedoch die Uniform der Schildkrötenschule anziehen lässt, geschieht etwas Unglaubliches. Lunch niest, wodurch sie sich von einer ruhigen und höflichen Dame zu einer stürmischen, vulgären Chaotin verwandelt, mit blonden Haaren. Oh ja. Wenn es die deutsche Synchro gegeben hätte, das wäre echt unglaublich gewesen. Heiliger Text der Kampfkunst haben wir nochmal erhalten. Okay, gut zu wissen. Hoch können wir scheinbar nicht gerade, alles klar. Was, sie spricht gar nicht, okay. Bulma, Chichi hat tolle Arbeit geleistet, so ein artiges Kind großzuziehen. Okay, Muten Roshi. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du jetzt wirklich ein Kind hast, Son Goku. Er gleicht seinem Vater bis aufs Haar. Jawohl. Das ist also das Kamehaus. Hier sind ganz schön viele Leute. Ich bin etwas nervös. Ja, alles entspannt, kleiner Mann. Sprechen wir mal mit Krillin.
悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。ピコロ sich um alles kümmert, was in letzter Zeit ziemlich ruhig. おい、お主たち、何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎふ、やっぱ、じっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも、日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。Bewegen, lernen, spielen, essen und schlafen. Das ist die Schildkrötenschule. Das ist witzig, ne? Dagegen kann ich nichts sagen. Ja. Aber das ist doch eigentlich auch ein paradiesisches Leben, wenn man sich das alles wirklich so zu Herzen nehmen kann. Yoshi, unsere Niwa, Hibiga, Shigyo, da, Toyukoto, Wasurenioni, Konokadayo, Sazukeyo, Kano. Aber täglich? Das wäre echt anstrengend, Leute. Siebenmal die Woche Sport. Du hast das Schildkrötenschule Trainingshandbuch erhalten, beziehungsweise freigeschaltet. Shigyo, Tatsuichara. わしのところに報告に来るんじゃぞ。わかったよ、じいちゃん。はい、無天狼。さてと、わしはいつものお楽し。Lieblingsbeschäftigung. So, Mount Roshi haben wir jetzt auch freigeschaltet. Wunderbar. Die wollen natürlich jetzt wieder, dass man ihn direkt reinhaut. Erwachsenen-Community in dieser bla 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 kannst du Skills aktivieren, die dir beim Verdienen von Seni helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du mehr Geld abräumen willst. Okay.Raserei, Verkaufspreis für Gegenstände, Ankaufspreis Gegenstände, Raserei, blablabla. Okay, interessant. Ach, das ist also die Erwachsenen-Community, okay. Er ist schon drin, ah, okay. Na gut, ich habe jetzt alle schon irgendwo zugeordnet, ne, deswegen. Er ist im Prinzip ein Setkämpfer, er ist ein Anführer, sie ist ein Anführer, er ist ein Anführer. Okay, man schaltet die nach und nach dann frei. Alles klar.Nebenstory. Gehe im Feld zu einer blauen Säule oder sprich mit einem Charakter mit einem blauen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf, um eine Nebenstory zu beginnen. Durch Abschließen von Nebenstories erhältst du EP, wertvolle Gegenstände und oder Seelenabzeichen. Manche Nebenstories können nur zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen werden, schließe sie also ab, wenn du kannst. Spielbare Charaktere. Nebenstories können nur mit bestimmten spielbaren Charakteren abgeschlossen werden. Wenn du eine Story nicht abschließen kannst, lies die Tipps und wechsle den Charakter.Okay, man kann den Charakter wechseln? Interessant. Sprich nochmal mit Krillin. Ach, die reden gar nicht komplett. Verbirgst du etwas? Potz 1000, er hat sich schon wieder mein Buch versteckt. Er hat schon wieder mein Buch versteckt. Das ist Mut Moroshis Stimme, ich weiß nicht, wovon er da redet. Fuck. Er ist weg. Oh.Oh, hey Son Goku, hast du diese verdammte Schildkröte gesehen? Shildi? Ja, aber sie ist irgendwo hinweggelaufen. Shildi, nennst du sie immer noch so? Du weißt, dass das nicht sein Name ist, oder? Ist es ein Er? Ich dachte immer, das wäre eine Sie. Oh mein Gott. Ach, vergiss es. Wo ist mein Buch? Die Nervensäge hat irgendwo mein Buch versteckt. Was für ein Buch ist es denn? Ist es was Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes. Das ist mein größter Schatz. Wenn ich es nicht habe, dann... Ah, das ist bestimmt... Muss ich dir helfen, sein Buch zu finden? Ja oder nein? Storybelohnungen, EP, D-Medaille, Buch für Erwachsene. Buch für Erwachsene, wie geil. Lebhafter Fisch und Kraut. Die Schildkröte hat mutmaßlich das Buch versteckt. Das muss sich irgendwo in der Nähe befinden. Also, das müssen wir jetzt im Prinzip finden. Mutenroshis ein und alles. Bescheuert, Leute, ich komme nicht klar. Ich will so gern mal kämpfen jetzt, ne? Also, wenn es dir so wichtig ist, könnte ich dir helfen, es zu finden. Wirklich? Das ist aber sehr nett von dir, Son Goku. Also, was für ein Buch ist das denn?Es ist ein Badeanzug-Fotosammlung. Was auch sonst, ey. Mann, du hast dich kein Stück verändert, Mutenroshi. Ich suche auf dem Dachboden, du suchst draußen. Wird gemacht, also wir sollen draußen suchen. Alles klar, Leute, machen wir mal. Sprich als Son Goku mit Leuten, versuche mehr über die Fotosammlung herauszufinden. Okay, was soll ich jetzt tun? Wir können mit Bulma reden, mit Krillin natürlich nicht. Das schmutzige Buch von dem alten Knacker, als ob ich das wüsste.Dann weißt du, wo ich Shildi finden kann? Wenn du Shildi Schildkröte suchst, er ist in den hinteren Teil vom Haus gegangen. Okay, gut zu wissen. Sprich halt zum Goku mit der Schildkröte. Können wir denn
So, da ist der hintere Teil des Hauses. Okay, ansonsten haben wir was. Da will ich doch. Alles entspannt. Mann. Sprechen. Hey Shidi, wo hast du das Buch von Muten Roshi versteckt? Es heißt Schildkröte Son Goku. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht sagen, wo das Buch ist. Muten Roshi hat genug von dem Zeug gelesen. Der muss mal ein wenig Selbstbeherrschung lernen. Deswegen gehört es unter die Erde. Die Erde? Moment mal, hat er es irgendwo vergraben? Das kann natürlich sein. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, ob er das vergraben hat. Ich finde halt Son Goku die Fotosammlung. Boah, das war aber jetzt schwer, Leute. Hier im Dreck hat etwas gegraben. Willst du es dir näher anschauen? Nein, ich will es natürlich selber finden. Aber ja, eigentlich schon. Sieht aus, als wäre es hier irgendwo vergraben. Dann lege ich mal los. Geil. Anspruchsvoll war es natürlich jetzt nicht, aber wir haben es. Du hast das Buch für Mädchen gefunden. Das Buch für Mädchen? Das Buch für erwachsene Herren wahrscheinlich. Ja. Hey, ich habe dein Buch gefunden, Muten Roshi. Ah, du hast es gefunden. Du bist der beste Son Goku. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Wunderbar. Ich wusste, dass es richtig war, dich als Schüler anzunehmen. Ich vertraue darauf, dass du mir nochmal hilfst, wenn diese lästige Schildkröte es wieder versteckt. Oh, ja, na klar. Story abgeschlossen. Der mit seinen paar Zähnen im Mund. Schaut euch das mal an. Okay. Glückwunsch, Storybelohnung. Jetzt haben wir den ganzen Kram hier erhalten. Wir nehmen natürlich alles mit, wir wollen rasche Fortschritte machen. Helfende Hand. Nice. Muten Roshi und 3 andere Seiten wurden aktualisiert. Hey Son Goku, Muten Roshi hat zwar vorhin darüber geredet, aber naja, Training ist ziemlich wichtig, oder? Ich kann nicht zulassen, dass die ganze Stärke, die ich erhalten habe, vergeudet wird. Also habe ich vor, wieder ein ernsthafteres Programm zu absolvieren. Ernsthaftes Programm zu absolvieren. Was? Willst du damit etwa sagen, dass du gegen mich kämpfen möchtest? Gegen dich? Haha, vielleicht ein andermal. Zuerst werde ich mich auf geistige Simulationen konzentrieren. Geistige Simulation? Ach, du meinst, das spielt sich nur in deinem Kopf ab? Das solltest du irgendwann versuchen. Du hast von Krillin eine D-Medaille erhalten. Hä, was ist das? Das könnte man wahrscheinlich als Trainingsandenken bezeichnen. Oh, okay. Das Gute an geistigen Simulationen ist, dass man sie überall durchführen kann. Wie zum Beispiel an diesem Strand. Okay, ich versuche es. Trainingsplatz wurde freigeschaltet. Alles klar. Ein überfälliges Wiedersehen. Sieh dir den Trainingsplatz an. Ja. Oh, ich will erkunden, Leute. Alles klar, ich mache ja schon. Folge Energiestrahl. Benötigt Ki 23 eine manuell gezielte, zielsuchende KI-Salve oder Ki-Salve mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Stufe 2 Son Goku gegen Krillin, besiege Krillin, die Medaillen bekommen wir dadurch. Folge Energiestrahl, alles klar, machen wir. Ja. Endlich kämpfen wir. Blocken. Du kannst Angriffe blocken, indem du LT hältst. Selbst wenn du durch einen Angriff Schaden nimmst, kannst du sofort anfangen, ihn zu blocken und dadurch so wenig Schaden wie möglich erleiden. Doch wenn du den Angriff zu lange blockst, wird deine Abwehr am Ende durchbrochen und du bist für eine gewisse Zeit wehrlos. Das kannst du verhindern, indem du abwechselnd ausweichst und blockst, wenn du bei einem Angriff in der Defensive bist. Alles klar, mach. Konter, Explosionen. Drücke X, während du blockst. Das ist da links. Um einen Gegner in deiner Nähe in die Luft zu schlagen, das nennt man eine Explosion. Explosionen können den Angriff des Gegners abbrechen, weshalb sie sich in heiklen Situationen gut als Ausweichmanöver eignen. Drücke A, während du einen Angriff blockst, um mit einem schnellen Manöver hinter deinen Gegner zu gelangen und ihn in die Luft zu wirbeln. Das nennt man einen Teleportationsangriff. Dies verbraucht zwar eine Menge Ki, bietet dir aber eine gute Gelegenheit, einen Gegenangriff zu starten. Halte den Gegner weiter in Schach, indem du auf kurzer Entfernung Explosionen und aus der Ferne Teleportationsangriffe benutzt. So, dann nehmen wir einmal das. Ausweichen. Wenn du einem Angriff auf kurze Distanz ausweichen willst, drücke A in dem Moment, in dem dich der Angriff treffen würde, um ein Ausweichmanöver zu vollführen. Daraufhin bewegt sich dein Gegner verlangsamt und bietet dir die perfekte Chance für einen Gegenangriff. Außerdem füllt sich bei einem erfolgreichen Ausweichmanöver deine Spannungsanzeige. Ausweichen hilft dir bei der Offensive, der Defensive und bei der Bewegung.
Also ist es wichtig, diese Fähigkeit zu meistern, okay? Ah, was ist denn? Ah, okay, das ist da unten. Oh, wir haben es geschafft. So, das andere nochmal. Greif mal an. Komm mal, Krimi, greif mal an. Aua. Aber jetzt haben wir's. Oh, er ist ausgewichen. Nice, haben wir ihn doch getroffen. Sehr schön. Kann ich irgendwie auch wieder hoch? Oh, wir haben es geschafft, ihn zu besiegen. Okay. Da war die Lebensanzeige von ihm schon leer. Oh, das Kämpfen müssen wir echt nochmal lernen, Leute. Ehrlich. Du hast Folge Energiestrahl gelernt. Sehr schön. So. Oh. Wie im Anime. Echt heftig. Krass. Insekti ja nee so. この星のやつらを生きていたか。カカロットのやつめ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。なんというもろい民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離 4880。 Die Zahlen stimmen auf jeden Fall nicht, die der Scout-Time jetzt gerade genannt hat, aber ich würde sagen, das ist doch gar nicht so schlimm so. Ist ja jetzt egal, was für Zahlen da stehen. Gib dich in die Richtung des mysteriösen Kies. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns Raditz stellen. Und mal gucken, wer der Stärkere ist. カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば。 こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。偉く威勢がいいな。戦闘力322。Das wäre ja korrekt dann, ne? だが所詮俺の敵ではない。<lacht>